Aber wenn das Auto nicht läuft, dann kann man eben nicht fahren. Schau ist es sowieso mittlerweile, ob das jetzt manipuliert ist oder nicht. Dann eher so, nicht so. Psst, immer in die Wiese fahren. Alter, der Zarkel. Sie haben die hohe Schule des Verlierens lernen müssen. Genauso wie die ständigen Erklärungen für das Warum. Sie kommen nicht aus Mauretanien, Uganda oder Bangladesch. Sie heißen Stommelen, Stuck und Maas. Ihre Heimat ist die Bundesrepublik Deutschland. Ihr Rennsport bedeutet höchste technische Herausforderung. Doch die drittgrößte Industrienation der Welt lässt sie im internationalen Wettbewerb als vielbelächelte Exoten verkümmern. Makumba. Mischung aus Christentum und farbigem Götzenkult. Zelebriert, getanzt und getrommelt im Samba-Rhythmus. Diese Makumba, so weiß die Fama zu berichten, habe dem Brasilianer Fittipaldi die Formel-1-Weltmeisterschaft beschert. Was sie verschweigt, ist die harte Realität. Er hatte nämlich ein gutes Auto, ein erfahrenes Team und einen potenten Geldgeber, Sponsor genannt. Voraussetzungen also, von denen die deutschen Fahrer nur träumen können. Makumba, das mag auch Hans-Joachim Stuck fasziniert haben als Verheißung von Wunder für jene technische Welt, in der auch er leben will. Was ihm und seinen Kollegen seit 5 Jahren fehlt, sind eben die handfesten Realitäten des Emerson Fittipaldi. Erfolgsauto, Team und Sponsor. Diese Show gilt einem anderen Weltmeister. Es ist das Heimspiel des Nikolaus Lauda beim Großen Preis von Österreich 1978, einem von 16 Läufen zur Weltmeisterschaft. Für die drei deutschen Fahrer war dieser Tag repräsentativ für das Dilemma nationaler Rennfahrerwirklichkeit. Die Chronik der Misserfolge begann vor 150.000 Zuschauern. Kein Wunder, diese Zahl. In der Alpenrepublik kennt man ein Rezept für Weltmeister. Gleich zwei waren es in den vergangenen 10 Jahren, Rindt und Lauda. Achse. Nix. Ist something broken in your car? Nein, nein. Doch. Nix ist hin. Nix. Oh. Achso, nur dass der raucht. Du weißt das was? Was gestern da abgegeben haben, weil der Miss Grand Prix, weil war ja gestern da der Jury. Du warst da los, war Niki. Ja? So hast du nie solche Schirche, weil wir in deinem Leben noch nicht gesehen. Echt? Und jedem haben sie dann so eine Vogelflasche gegeben von dem Parfum. Echt gut, oder? Das ist eine Katastrophe. Frohnaturen vermögen Enttäuschungen leichter zu kompensieren. Rolf Stommelen gehört nicht dazu. Er war der Erste im unbestechlichen Ablauf dieses Grand Prix, der scheiterte. Laut Protokoll war es die Qualifikation um die Zulassung zum Training. Warum nur? Das Auto war ganz neu und hatte Benzinprobleme und wollte in die Box reinkommen. Das Auto wieder flott zu machen. Noch vor Beginn des offiziellen Trainings war damit der erste von 3 Deutschen bereits ausgeschieden. Nur wenige Stunden später. Die Chronik des Misserfolges, Pechs oder Versagens, was immer es sein mag, setzte sich fort. Die Box von Jochen Maas, damals noch bei ATS. Links Günther Schmidt, der Besitzer, erster ernsthafter deutscher Bewerber in der Formel 1 seit 2 Jahrzehnten. Ratlosigkeit in diesen entscheidenden Minuten. Das ist, weil wir hatten seine Zeit lang. Das Auto ist also nicht in den Griff zu bekommen. Liegt es an Jochen Maas, dem Fahrer? Ist es Unvermögen, den 500 PS starken Rennwagen für diesen Kurs richtig abzustimmen? Maas geht inzwischen wieder auf den Kurs. Ein letzter verzweifelter Versuch, sich zu qualifizieren. Liegt der Fehler vielleicht auch im Management von Günther Schmidt, dem Mann, dessen Idee dieses Team ist? Der jährlich seit 1966 2,2 Millionen Mark in dieses Projekt investiert, als Hobby und Werbung. Am guten Willen, so scheint es, mangelt es bei allen Beteiligten nicht. Was fehlt, ist die Harmonie, nicht nur zwischen dem Fahrwerk des Autos und der Piste.
Raus bist du, sagte Rennleiter Ali Strasser zu Jochen Maas. Nicht qualifiziert also für den Grand Prix, nicht unter den 26 Startern. Mit Jochen Maas schied jetzt der zweite Deutsche aus. Zurück blieb Resignation. Ja, das hat mich, ob der was sich berührt hat, weiß ich nicht mehr. Das habe ich erst gesehen, wie dann die Gelben fahren lassen. Na ja, total. Viel Spaß. Danke. Letzte Hoffnung der Schlachtenbummler aus Deutschland war Hans-Joachim Stuck. In der Startaufstellung stand der letzte der drei Deutschen auf Platz 23. Der große Preis von Österreich wurde ein Regenrennen, in dem es schon beim Start krachte. Ein Wettbewerb, der sich im Übrigen schnell zu einem Solo für den Schweden-Profi Ronnie Patterson entwickelte. Vor den Augen des Zuschauers sollte es aber auch ein Rennen werden, in dem die nasse Beschaffenheit der Piste jene Fahrer bevorzugte, deren Stärke der Mut ist, um es einmal positiv auszudrücken. Hans-Joachim Stuck gehörte dazu. Runde um Runde schob er sich nach vorn. Als die Piste schließlich trocken war, lag er für viele überraschend an dritter Stelle. Nach diesem Dreher ist auch für Stuck das Rennen beendet. Die Fans sind um eine flüchtige Hoffnung ärmer. Der letzte deutsche Fahrer ist ausgeschieden. Ja, du warst auf vierter Stelle, ja, weißt du? Dritter. War zu schnell. Nein, nein. Ich habe nur gedreht und er ist nicht mehr angesprungen, gell, leider Gottes. Ja. Hast gar nicht berührt? Nix, ja, die Nase ist weg, aber das ist ja kein Problem. Ne? Und wo? Über den Hügel drüber. In der rechts über den Hügel drüber, ja. Oh. Aber nur auf der Straße geblieben. Aha. Und leider nicht mehr angesprungen. Lass mit meinen Leisten drücken. Ja. Sorry? What happened? Yeah. My fault. Just a little bit too quick, but it's not damage to the car. You know? Good rally last day. It was too quick. So unrühmlich, wenn auch repräsentativ dieses Wochenende für die junge deutsche Generation gewesen sein mag, im Gegensatz zu anderen Verlierern tragen sie an der Last einer nostalgischen Hypothek. Sie werden nicht nur an ihren Gegnern, sondern auch an den glanzvollen Erfolgen ihrer Väter gemessen. Hans Stuck Senior beispielsweise faszinierte damals eine ganze Nation. Den Bergkönig nannten sie ihn, bejubelten aber auch seine Grand Prix-Siege. In jenen Golden Twenties, beispielsweise bei der Targa Florio 1924, begann die große deutsche Rennfahrergeschichte. Christian Werner, Christian Lautenschlager und Alfred Neubauer, der spätere Rennleiter von Mercedes, sie kamen nicht als Favoriten auf die Serpentinen des Madoni-Kurses nach Sizilien. Doch die Vorbereitungen für ihre Mercedes-Kompressorwagen trugen schon damals jenen Hauch von Perfektion, der danach eine ganze Rennfahrergeneration zu unablässigem Erfolg verurteilte. Die favorisierten Italiener und Franzosen bestimmten bei 35 Grad im Schatten den Rennverlauf. Graf Giulio Massetti war es, der zunächst allen davonfuhr. Im Ziel aber hieß der Sieger Christian Werner. Es war die Ouvertüre für eine glanzvolle Zeit. Rudolf Caracciola, Manfred von Brauchitsch, Hans Stuck, Bernd Rosemeyer, Hermann Lang waren die bekanntesten deutschen Fahrer zwischen den Weltkriegen. Rudolf Caracciola gewann 1926 hier auf der Avus den ersten deutschen Grand Prix und 17.000 Goldmark. Geld hat also bei den Herren Rennfahrern immer schon eine Rolle gespielt. Das Jahr 1934 brachte die Geburtsstunde der Silberpfeile.
Eine Bezeichnung für die schlanken deutschen Rennwagen, die von zwei Konkurrenzfirmen, Mercedes und Auto Union, gleichermaßen beansprucht wurden. Mercedes und Auto Union beherrschten zwischen 1934 und 1937 souverän den Grand Prix-Sport. Bugatti, Maserati, Alfa Romeo und wie sie alle hießen, mussten es sich gefallen lassen, in der Erfolgsbilanz anonym unter der Bezeichnung andere zu firmieren. In jenen glorreichen Jahren des technischen Aufbruchs im Rennsport wurde aber auch vorsätzlich der Glaube verbreitet, der sich bis heute gehalten hat, nämlich die Rennwagen, Motoren, Fahrgestelle und Zubehör seien rollende Großlabors für die Entwicklung der Serie. Aber schon damals gab es beispielsweise bei den Reifen unterschiedliche Profile, Mischungen, Regen- und Trockenreifen, Zubehör also, das für den Normalbürger unerschwinglich bleiben musste. Die bedeutenden Rennen jener Zeit, hier der große Preis von Tripolis, ein Klassiker der 30er Jahre, muss man ganz nüchtern als Imagepflege der Industrie Made in Germany betrachten. Unter den 26 Startern in Tripolis auch drei Mercedes mit Caracciola von Brauchitsch und Lang. Es waren 12-Zylinder-Kompressorwagen von 3 Liter Hubraum und einer Leistung von 450 PS. Der Kurs führte quer durch die Oase El Mella an den Rand der Wüste Gibli. Distanz 524 Kilometer, Temperatur 38 Grad im Schatten. Caracciola musste tanken. 300 Liter Treibstoff füllte man in seinen Wagen. Jubel für einen dreifachen Sieg im zweitschnellsten Rennen des Jahres. Jubel für Lang von Brauchitsch und Caracciola, errungen gegen die Weltelite jener Zeit. Die großen Erfolge 1938 und 1939 brachten den Deutschen politisches Prestige und bewiesen ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Rennleiter Alfred Neubauer war einer der wenigen aus dem Lager der Rennprominenz, die den Krieg überlebt hatten. Er ließ Anfang der 50er Jahre neue Silberpfeile bauen, denn Sporterfolge waren in dieser Phase für Deutschlands Automobilhersteller nötiger denn je. Am 4. Juli 1954 starteten sie in Reims nach einer Zwangspause von 15 Jahren. Es war jener Tag, an dem die Bundesrepublik Deutschland in Bern zum ersten Mal Fußball-Weltmeister wurde. Hier in Frankreich sahen indessen 300.000 Zuschauer, wie sich ein deutscher Doppelsieg anbahnte. Manuel Fangio vor Karl Klee. Während sie hier und danach ihre Vorkriegserfolge genauso präzise wiederholten, blieben die deutschen Automobilfirmen den weniger spektakulären Beweis schuldig, dass Erkenntnisse für die Serienproduktion schon längst nicht mehr an den Rennsport gebunden waren. Die 24 Stunden von Le Mans, bei denen der Mercedes des Franzosen Pierre Levé in die vollbesetzten Tribünen raste und 72 Menschen tötete, war wohl der letzte Anstoß für Mercedes, die Silberpfeile am Ende der Saison einzumotten. Es war das endgültige Ende des erfolgreichsten Kapitels deutscher Autos in der Grand Prix-Geschichte. Das internationale Interesse an der höchsten Liga des Motorsports ist in diesen Jahren enorm gestiegen. 120.000 Zuschauer zählte man als Durchschnitt 1978 bei den 16 Weltmeisterschaftsläufen. 800 Millionen sahen sie weltweit in den Medien. Mehr als 50 Fernsehanstalten in 40 Ländern brachten fast 300 Stunden Übertragungen. Diese Zahlen widerlegen jene einfältigen Betrachtungen. Die Zuschauer wollten nur die Spiegelbilder ihrer Alltagsautos auf der Piste sehen. Das Millionenpublikum wollte die Show, das Spektakel, auch das nationale Engagement. Die Wagen der neuen Formel 1 sind leichter und schneller als die Silberpfeile. 3 Liter Hubraum, 1,5 Liter mit Kompressor. Leistung 500 PS bei 10.000 bis 12.000 Umdrehungen pro Minute. Der Zwang, Gewicht zu sparen, hat sie anfälliger und zerbrechlicher gemacht. Sicherer aber sind inzwischen die Rennstrecken geworden.
Mit der Technik der Rennwagen hat sich auch die Struktur der Formel 1 völlig gewandelt. Von den prominenten Werken der Vergangenheit sind nur noch Ferrari, Alfa Romeo und Renault dabei. Garagisten pflegt man die neue Generation gelegentlich ein bisschen verächtlich zu nennen. In kleinen Betrieben, größeren Garagen also, wie hier bei Brabham an der Peripherie Londons, werden die neuen Renner von ein paar Technikern gebaut. Motor, Getriebe, fast alles, was wichtig ist, bezieht man im Großhandel. Hier wird nur noch alles zusammengesetzt. Das Kreative liegt also nur noch in der Abstimmung und im Entwurf der Karosserie. Dahinter steht natürlich nicht mehr die wirtschaftliche Potenz großer Automobilkonzerne. An ihre Stelle sind Sponsoren getreten, die jeden Quadratzentimeter der Autohülle für die Werbung vermarkten und damit den Rennstall finanzieren. Für die Angestellten der Garagisten ist die Werkskantine der Pub um die Ecke. Der Mann, der heute in der Formel 1 die Puppen tanzen lässt, heißt Bernard Charles Ecclestone. Der 47-jährige Brite hat im Grand Prix jene lukrative Position ausgefüllt, die die Automobilkonzerne freiwillig aufgegeben haben. Von einem Schreibtisch mit drei Telefonen regiert er sein Formel-1-Imperium mit viel Geschäftssinn, Schleue und nicht selten Rücksichtslosigkeit. See how we're going to go down to Italy. Terrific. And to you. Bye. Peter Gilbert, please. Okay. It is not easy. Es ist nicht leicht. Das ist der Lieblingsspruch des Mr. Ecclestone, der früher gebrauchte Autos verkaufte, heute mit Immobilien handelt, feine asiatische Kunst an den Mann bringt und bisweilen mit Londoner Geschäftsleuten Backgammon spielt. 11 Rennstallbesitzer, Constructors genannt, mit anderen Worten die Garagisten, bilden die sogenannte FOCA, deren Primus inter pares Bernie Ecclestone ist. Sie beherrschen durch Bernie den Paten, wie er auch genannt wird, die Formel-1-Szenerie, lassen sich jeden Auftritt ihrer Truppe mit fast 1 Million honorieren und machen einen Umsatz von 200 Millionen Mark im Jahr. Nur unter dem Dach der sogenannten Technischen Kommission ist die Eintracht der feinen englischen Loge gelegentlich gefährdet, wenn Erfindergeist die Wettbewerbsbalance zu verschieben droht. Entweder baut man die Neuerungen gleich 2 Dutzendweise nach, wie das Flügelauto von Lotus, oder man verbietet sie, wie den sogenannten Staubsauger am Lauda-Auto. Mit den Rundungen, wie die Werbung vornehm die Beine ihrer Autos zu nennen pflegt, hat der FOCA-Führer Ecclestone ein probates Mittel, sich die deutschen, aber auch andere unerwünschte Teams vom Leibe zu halten. So gewährt er in der Regel nur den Top-Teams pneumatischen Lustgewinn in Form der sogenannten Qualifiers, Haftreifen von großer Güte. Die Unterprivilegierten müssen Holzreifen fahren, wie die Branche jene harten Gummiwalzen mit den zweifelhaften Fahreigenschaften nennt. Diese anrüchige Praxis der Reifenverteilung hat oft die Fahrer von Günther Schmidt, dem deutschen Rennstallbesitzer, benachteiligt. Doch er bleibt weiter im Business, denn nächstes Jahr, so hofft er, wird er Vollmitglied der FOCA und aus geschäftlichen Gründen muss er ohnehin weiterfahren, der Werbung wegen. Denn seit seinem Engagement in der Formel 1 hat der Sportfelgenhersteller seinen Umsatz vervierfacht. So ist das mit 2,2 Millionen pro Jahr dotierte Hobby zum bitteren Stress geworden. Sehr hart in der Formel 1. Wenn man beginnt, glaubt man gar nicht, dass es so hart sein kann. Mit Schuld daran ist, dass man alle 14 Tage ein Rennen hat. Wir hatten jetzt in Hockenheim 2 total zerstörte Autos. Und die Monteure mussten Tag und Nacht arbeiten, 10 Tage lang, damit hier wieder 2 Autos am Start sind. Wenn wir ein Rennen auslassen, fliegen wir aus der Konstruktors raus. Im Moment ist es diese Formel 1 mehr eine englische Sache. Es ist für andere Teams oder für Deutsche oder auch Österreicher sehr schwer, Fuß zu fassen. Weil diese Leute doch ein gewisses Misstrauen, diese Engländer gegen alles, alle Leute haben, die außerhalb von England kommen. Klaus Kramer ist der andere Deutsche in der Formel. Kramer steckt als Sponsor jährlich 700.000 Mark in das englische Team, für das Jochen Maas jetzt fährt. Auch Brauereibesitzer Kramer hat zunächst nicht die besten Erfahrungen mit seinen englischen Partnern gemacht. Darum die Frage, welchen Einfluss hat eigentlich der Sponsor auf das Team?
Das kommt ganz auf seinen Sponsorvertrag an, den der Sponsor mit dem Team hat. Wir waren neu in der Formel 1 und wir haben vor einem Jahr über den Rolf Stommle etwas Erfahrung gesammelt in Form dieser, dieser Verträge. Und ich muss sagen, dass durch diese Ausarbeitung der Verträge wir einen verhältnismäßig großen Einfluss auf das Team haben. Das geht über das Auftreten des Teams, das geht über das Design des Autos, das geht über den Einsatz der Autos, der Fahrer außerhalb der Rennen desgleichen. Das heißt also Zielsetzung in erster Linie, Werbewirksamkeit für den Sponsor. Damals, als sein Vater noch fuhr, galt es als unschicklich, über Werbung und Geld im Rennsport zu reden. Damals, als deutsche Marken und deutsche Fahrer noch erfolgreich waren. Heute wird sehr viel über Geld gesprochen, über die Art, wie man sich verkaufen muss. Hans-Joachim Stuck, die Deutschen verkaufen sich heute schlechter, sind schlechthin erfolgloser. Wo liegt der Grund dafür? Ich glaube, es ist zunächst einmal der Hauptgrund, dass der Formel-1-Sport heute nicht mehr firmenbezogen ist, das heißt markenbezogen. Damals die Marken wie Mercedes, Auto Union haben Motorsport betrieben als Imagepflege. Heute ist der Formel-1-Sport ein Platz, in dem sich Sponsoren betätigen, wie gehabt. Und das ist, glaube ich, der Hauptwechsel. Die in der heutigen Zeit die Firmen wie Mercedes und Auto Union und auch BMW gehört dazu und Porsche haben es einfach nicht mehr nötig, Formel-1-Sport zu betreiben. Wenn sie auch heute in den Formel-1-Sport einsteigen, haben sie doch 5, 6, 7 Jahre lang Erfahrung verloren und müssen das wieder aufholen. Das ist natürlich sehr schwierig, könnte ich mir das vorstellen. Deswegen ist auch dort kein Interesse gegeben. Ganz kurz vor der Entscheidung, Formel-1-Sport zu betreiben, stand ja BMW. Aber auch dann hat man sich dort entschieden, weiterhin produktbezogen mit dem künftigen M1 Motorsport zu betreiben. Aber wie gesagt, die Formel 1 wird ja heute total vermarktet. Es ist ein Formel-1-Zirkus, wo sich, wie gesagt, eben schon Sponsoren betätigen. Das wird auch in den kommenden Jahren bestimmt noch schlimmer werden, wenn man versuchen wird, aber was heißt schlimmer, noch professioneller werden, noch mehr Zirkus und ein reines Geldgeschäft. Die Rückkehr seriöser Automobilwerke würde zweifellos das Ende der Ära Ecclestone bedeuten. Glauben Sie, dass bei einer Teilnahme von Mercedes, Porsche oder BMW nur deutsche Fahrer profitieren würden? Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass auch mit Sicherheit ausländische Fahrer in diese deutschen Teams hineinkommen, weil wir als deutsche Fahrer momentan etwas hinterherfahren. Das liegt zum Teil auch an uns selbst, ganz klar, weil wir einfach nicht genügend Erfolge gehabt haben. Möglichkeiten dazu wären gewesen, bei mir das zu sagen, im letzten Jahr mit Brabham. Es hat aber unheimlich viel Pech gehabt, auch um den großen Preis von Amerika anzusprechen. Ein gebrochenes Kupplungsseil hat dort den sicheren Sieg gekostet. Und auch das hat natürlich mit ausgemacht, dass ich in diesem Jahr in einem schlechteren Team fahren musste. Da kann man einfach nichts dagegen machen. Aber wie gesagt, wenn jemand Leistung zeigt, wenn deutsche Fahrer Leistung zeigen, dann kann man auch in diese englische Mafia einbrechen. Ein Hauch von Selbstkritik. Denn die Topfahrer der Branche, Lauda und Andretti, Hunt, Scheckter und Reutemann, sie alle testen etwa 30 Tage im Jahr und legen dabei 9000 Kilometer zurück. Bei Jochen Maas waren es nur 10 Tage und 1000 Kilometer. Bei diesem Business sehen wir die beiden Deutschen fast nie, soll Weltmeister Lauda einmal gesagt haben. Der eine jodelt dann auf seiner Jagd, während der andere mit seiner Yacht segelt. Jochen Maas, sind die Deutschen schlechte Profis? Na gut, ich meine, der Niki Lauda verbringt sehr viel Zeit in seinem Flugzeug, wie ich mittlerweile weiß. Und wenn ich Ferrari gefahren wäre, wäre ich sicherlich auch 4 Tage in der Woche im Auto gesessen und hätte genauso getestet wie er auch. Braucht sich also darauf weder was einbilden noch sonst irgendetwas. Es wird uns immer zum Vorwurf gemacht, so lange, bis wir mal Erfolg haben. Und der Erfolg meines Erachtens, der kann genauso gut kommen, so wie es jetzt steht. Und wenn wir in den richtigen Teams sind, und ich bilde mir ein, ich bin im Augenblick im richtigen Team, dann werde ich auch zum Erfolg kommen. Und wenn das neue Auto jetzt bald fertig sein wird, dann glaube ich, sind wir auch dabei. Und dann verstummen die Gerüchte, mit Sicherheit. Ihr Wort in Gottes Ohr. Wo liegt denn aber die Ursache der Erfolglosigkeit nun wirklich? Bei den Fahrern, beim Auto oder am System? Ja, es ist so einfach gar nicht zu beantworten. Aber ich glaube, es liegt in erster Linie daran, dass konsequente Nachwuchsförderung in Deutschland kaum betrieben wird. Es wurde einige Male getan und davon habe ich sehr profitiert. Und Hans-Joachim Stuck sicherlich auch. Aber im Großen und Ganzen kommt eben doch relativ wenig bei uns durch, leider. In Frankreich ist das anders, in England war das anders. Im Moment sind die auch etwas leiser geworden. Aber wenn man eben mehr tun würde bei uns für den Jungen, der jetzt anfängt, Rennen zu fahren und der sich dann irgendwie auch etwas qualifiziert irgendwo, dann glaube ich, würden wir etwas besser aussehen.
In Relation zu ihren sportlichen Leistungen leben Maas und Stuck nicht schlecht. 340.000 Mark sollen sie jeder 1978 verdient haben. Das bedeutet, Jochen Maas hat für jeden Rennkilometer 154 Mark und 44 Pfennige kassiert. Vergleicht man ihre Einnahmen mit den Profis im Fußball, Tennis oder im Skizirkus gleicher Größenordnung, so schneiden beide Rennfahrer schlecht ab. Mr. Ecclestone. Stuck und Maas fahren seit 5 Jahren in der Formel 1. Gemessen an den sportlichen Erfolgen ihrer Vorfahren, nur mit mäßigen Erfolgen. Was stimmt denn eigentlich mit der jungen deutschen Generation nicht? Ich glaube nicht, dass irgendetwas mit der neuen deutschen Generation nicht stimmt. Ich meine nur, dass wir den Rennsport heute vollständig anders behandeln. Für Firmen wie Mercedes ist eine Rückkehr schwierig, weil sich die Formel 1 außerordentlich spezialisiert hat. Professor Fuhrmann von Porsche hat in Interviews immer wieder durchblicken lassen, er lehne ihre Art, Rennsport zu managen, als unseriösen Zirkus ab. Ist denn Ihr Bestreben, Formel 1 Rennsport zu organisieren und darzustellen, völlig anders als die Vorstellung im Hause Porsche? Ja, wahrscheinlich. Und zwar wegen unseres Erfolges. Und Erfolg weckt natürlich Kritik. Unglücklicherweise, jemand hat gerade Porsche erwähnt, scheint man bei Porsche nur dort einzusteigen, wo wenig Wettbewerb stattfindet. Oder sie versuchen, Regeln so zu ändern, dass ihre Fahrzeuge begünstigt werden, was nur bewirkt, dass die jeweilige Rennserie kaputt gemacht wird. Wir haben etwa 800 Millionen Fernsehzuschauer und einen Durchschnitt pro Rennveranstaltung von 120.000, während Porsche-Rennen, ausgenommen Le Mans, ohne Fernsehen vor 4.000 bis 5.000 Zuschauern stattfinden. So muss also wohl irgendjemand etwas falsch oder richtig machen. Wir würden Porsches Rückkehr begrüßen. Ich bin aber sicher, Sie wollen nicht. Formel-1-Rennen sind nämlich sehr wettbewerbsbezogen und es scheint so, als wollten Sie keinen Wettbewerb. Sollten Mercedes oder Porsche aber doch eines Tages wieder starten, müssten Sie dann nicht um Ihre Show fürchten, weil die Formel ein ganz neues Gesicht bekäme? Das Einzige, was dann geschehen könnte, wäre wohl, dass das Interesse nachlässt. Und wie sehen Sie es, die ewigen Sieger von gestern, deren Silberpfeile heute im Museum stehen? Bei der Rallye London-Sydney gab sich Mercedes nach 20 Jahren erstmals wieder sportlich, siegte und weckte damit Hoffnungen beim Publikum, zumal diese Mammut-Rallye so viel gekostet haben soll wie die gesamte Lotus-Saison von Weltmeister Mario Andretti. Frage an Professor Breitschwert, dem Leiter der Abteilung Technik und Entwicklung: Wird Mercedes jemals wieder Formel 1 fahren? Früher brachte die Formel 1 für die Entwicklung der Serienfahrzeuge sehr viele Erkenntnisse, die dann in die Serie einflossen und dem Kunden zugute kamen. Heute ist die Formel 1 auf Spezialfahrzeuge ausgerichtet, die für die Serie so gut wie überhaupt keine zusätzlichen Erkenntnisse bringen. Denken Sie an die Reifen. Stellen Sie sich vor, Sie würden als Kunde gezwungen sein, die Reifen zu wechseln, wenn es beginnt zu regnen. Das machen die Formel 1-Fahrer. Ich finde, das ist eine Entwicklung, die so weit weg ist vom normalen Gebrauch des Fahrzeuges, dass es einfach nicht mehr sinnvoll ist, hier sich zu beteiligen. Wenn die Formel 1 eine Formel wäre, die die Dinge, die heute angesprochen sind, Verbrauch, Abgasemissionen, Gewicht, in den Vordergrund stellte, dann könnte es sein, dass auch Daimler Benz sagt, wir beteiligen uns an so einer Veranstaltung. Dort, wo der Hund begraben ist, in den Einöden dieser Welt, beteiligen sich die Nachfahren der Silberpfeile jetzt sporadisch an Exoten-Rallys. Das Alibi, der Sport müsse der Serie dienen, bleibt bei diesen schwergewichtigen Tourenwagen genauso fragwürdig wie bei den 600 PS Boliden der 30er Jahre. Wettbewerber also mit Autos, die man so nicht kaufen kann. Wagen, die der Normalverbraucher Zeit seines Lebens nie fahren wird. Mit anderen Worten, technische Selbstbefriedigung zum Nulltarif. Porsche
Porsche hat, im Gegensatz zu seinem schwäbischen Nachbarn, mit großvolumigen Prototypen wie diesem 936er, international seinen Ruf als erfolgreichste Sportwagenschmiede begründet. Zahlreiche Weltmeisterschaften und Siege bei dem schwersten Langstreckenrennen der Welt, dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, legen davon Zeugnis ab. Mit der Formel 1 flirteten sie nur einmal. Es war Mitte der 50er Jahre. Doch ihr technisches Potenzial hier im Versuchszentrum Weissach, ihr Know-how und ihre Organisation würde Porsche nach Meinung vieler Experten ermöglichen, in kürzester Frist einen wettbewerbsfähigen Formel-1-Wagen zu bauen. Warum geht Porsche nicht in die Formel 1, Herr Professor Fuhrmann? Nun, mit dieser Frage sind wir schon oft konfrontiert worden, wie Sie sich vorstellen können. Und wir haben auch selbst über diese Frage natürlich nachgedacht. Es sind verschiedene Gründe, weshalb wir bisher an der Formel 1 nicht teilgenommen haben. Das ist einmal der lange Bestand dieser Formel. Wir meinen, dass die technischen Probleme dieser Klasse ausgereizt sind und besondere Neuigkeiten nicht mehr zu bringen sind. Wir sehen keinen Sinn darin, sehr viel Geld auszugeben, um Ähnliches zu machen, was die anderen schon haben. Zum Zweiten ist bei uns im Hause der Sport bisher immer betrieben worden, der dem normalen Straßenfahrzeug noch eher verbunden ist. Das ist der Langstreckensport und der Rallysport. Sie sagen Sport mit seriennahen Autos. Ist dieser 936er oder waren seine erfolgreichen Vorgänger wirklich seriennahe Autos? Oder gar Ihr vorgesehenes Indianapolis-Projekt, von dem so viel gesprochen wird? Nun, Sie nennen natürlich die Typen bei uns, die am weitesten weg sind. Die Firma Renault hat bereits 20 Millionen Mark in ihren Turbomotor investiert. Auch Ford soll an einem ähnlichen Modell arbeiten. Geben Sie diesen Projekten keine Chancen? Nein. Ein klares Nein zu einem Projekt, dessen technische Herausforderung die Franzosen gereizt hat. Seit fast 2 Jahren bewegt Jean-Pierre Jabouille diesen Turbomonoposto über die Rennpiste. In Südafrika stand er vor wenigen Wochen erstmals auf der Pole Position, dem Platz des Trainingsschnellsten. Doch nicht nur ihr Turboauto hält die Franzosen in der Formel 1. Zusammen mit Ferrari, sprich Fiat und Alfa Romeo, wollen sie Kraft ihrer Macht als Automobilkonzern verhindern, dass aus den Fahrern Mr. Ecclestones eine Schaukampftruppe wird. Daher hat man auch für Porsches Entscheidung wenig Verständnis. Ich bin ein wenig enttäuscht über die Haltung von Porsche, was die Formel 1 anbelangt. Ihre Haltung, so meine ich, hat sicherlich ganz andere Gründe. Wir jedenfalls wollen in der Formel 1 bestehen und ich kann nicht verstehen, dass Porsche behauptet, das sei unmöglich. Ich glaube, sie versuchen lieber Rennen zu bestreiten, die für sie eine leichte Beute sein können. Die Erfolge dieser 7 französischen Grand Prix-Fahrer beweisen, dass in Deutschland in Sachen Formel 1 viel falsch gemacht wird. Eines haben die glorreichen 7 gemeinsam. Sie sind alle aus dieser Schule im südfranzösischen Le Castellet hervorgegangen. Die 11 Renault Winfield School ist eine Initiative französischer Staatsfirmen. Auf kleinen Renault Monoposti mit 110 PS werden hier jährlich Hunderte von Anwärter auf Herz und Nieren geprüft. Oui. Alors le contact petit interrupteur en haut position de marche en bas. Simon de Lautour, Wahlfranzose, geboren in London, ist selbst einmal Rennfahrer gewesen. Er leitet heute die PS-Akademie der Grand Nation, hat dafür gesorgt, dass dem Lande keine Talente mehr verloren gehen, dass Frankreich heute mehr Fahrer mit Titelchancen vorweisen kann als jedes andere Land. Drei bis vier Tage dauert ein Kursus bei Monsieur de Lautour. Die Kosten sind erschwinglich und die wenigen, denen man sagt, sie dürfen wiederkommen, können Talent bei sich vermuten. Okay. Et il faut au milieu de la chicane ici. Là,
un bon coup de poing. C'est pas comme les bijoux. Avant de négocier le gauche. Vous restabilisez la voiture pour que le change, pour le changement d'appui. Ça fait les mecs qui fait comme ça. Droite ou gauche. In der brasilianischen 11-Millionen-Stadt Sao Paulo findet sich ein anderes nachahmenswertes Beispiel nationaler Rennsportinitiative. In dem Vorort Interlagos hat Wilson Fittipaldi seinem Bruder, dem zweifachen Weltmeister Emerson, für seinen Formelwagen einen Präzisionsbetrieb nach schwäbischem Muster aufgebaut. Selbst das Symbol alemannischer Umsicht, eine Stempeluhr für Wilton Florentino de Paolo und seine Kollegen, fehlt hier nicht. Die Werkstatträume sind blitzsauber. Und seit seiner Trennung von Lotus und McLaren fährt Emerson von 1975 an für sein eigenes brasilianisches Nationalprojekt. Vier Modelle haben diese Werkstatt schon verlassen, das fünfte ist gerade in Arbeit. Spektakuläre Erfolge sind bisher ausgeblieben, doch der einst mit 25 Jahren jüngste Weltmeister aller Zeiten ist fest vom endgültigen Erfolg seines Konzeptes überzeugt. Die Nationalisierung des Autos ist immer größer geworden. Das letzte beispielsweise wurde ganz in Brasilien hergestellt, mit Ausnahme von Motor und Getriebe natürlich. Alles andere, Monocoque, Aufhängung, Chassis, Radnaben, Karosserie und so weiter, sind im eigenen Land fabriziert. Der Mann, der das alles bezahlt, heißt Dr. Atala. Ein 6 Milliarden Mark schwerer Industrieboss des Zuckerkonzerns Copasuga. Mit 3,5 Millionen Mark ist er der größte private Sponsor in der Formel 1. Warum beteiligt er sich mit solchem finanziellen Aufwand? Unser Ziel bei der Teilnahme an der Entwicklung eines Formel-1-Wagens war, der Welt zu zeigen, wie groß die Kapazität des brasilianischen Kräftepaares Mann-Maschine ist. In der augenblicklichen Phase der brasilianischen Wirtschaft, in der der Export ein sehr wichtiges Element unserer Entwicklung ist, zeigt dies der Welt, wo die Kapazität der brasilianischen Technologie zu situieren ist. Und zwar durch ein Auto, durch ein Höchstmaß also an technischen Ansprüchen, die heute auf der Welt gestellt werden. Das Dreiecksverhältnis Fahrer, Team, Sponsor funktioniert also hier im Lande der Copacabana und des Zuckerhutes. Frankreich und Brasilien, zwei Beispiele, an denen sich auch das deutsche Engagement orientieren könnte. Hier in Südamerika beginnt alljährlich im Januar die Formel-1-Saison. Für Jochen Maas und Hans Stuck, beide mal wieder in einem neuen Team, stellt sich mal wieder die Frage, geht es nun endlich bergauf oder werden sich ihre Erfolgserlebnisse auch in dieser fünften Saison auf gelegentlich erfreuliche Perspektiven am Rande des Rennbusiness beschränken? Die beiden Deutschen, keine Kinder von Traurigkeit, vertauschten in diesen Tagen ihre Freizeitrollen. Während Stuck segelte und gelegentlich auch tanzte, spielte Jochen Maas im Süden des Landes Tennis. Der Auftakt im Autodrom von Buenos Aires war wieder so symptomatisch wie die Anatomie des Großen Preises von Österreich zu Beginn dieser Geschichte. Hans-Joachim Stuck konnte nicht starten, weil ihm im Training bei hoher Geschwindigkeit eine Radaufhängung gebrochen war. Das gewohnte Bild. Enttäuschung an der Box. Brasilianische Impressionen vor dem zweiten Rennen der Saison. Hier in Interlagos wurde der Formel 1 ein neuer Star geboren, Jacques Lafitte. Müßig zu erwähnen, ein Schüler des Herrn de Lautour aus Le Castellet. Für Jochen Maas und Hans-Joachim Stuck
das sei das Fazit dieser Story, gibt es in diesem System keine wirkliche Zukunft. Nur wer einen Sponsor findet, der für ihn jährlich 3 bis 6 Millionen Mark ausgeben will, kann mitreden und mitfordern, wenn es um Rechte oder Reifen geht. Das nationale Team des Günter Schmidt von ATS bringt guten Willen und auch Geld mit. Die Schwäche offenbart sich im Umgang mit den schlitzohrigen Gentlemen der Fokker. Wer den Meistermacher der Mafia nicht zwingen kann, die Reifen herauszurücken, die ein Andretti oder Lauda fordern und auch bekommen, der wird niemals auf der Pole Position stehen. Keine Chance also für deutsche Fahrer. Keine Chancen aber auch für die Rückkehr der Silberpfeile. Die deutsche Automobilindustrie, saturiert, von Lieferfristen gebeutelt, mit ausgelasteter Kapazität, meint in ihrer Not, Sporteinsätze nur mit seriennahen Autos rechtfertigen zu können. Für wen eigentlich, so fragt man sich. Denn dem deutschen Millionenpublikum war und wird jedes Rennauto recht sein, ob rund oder zwölfeckig, wenn nur ein deutscher Fahrer damit gewinnt. Und das möglichst oft. Aber weder der Zirkus des Mr. Ecclestone noch die Silberpfeile alter Prägung geben ihnen die geringste Chance. Darum also werden weder deutsche Autos noch deutsche Fahrer wie Hans-Joachim Stuck in absehbarer Zeit in der Formel 1 eine Rolle spielen. Wunder dauern bekanntlich etwas länger.